Maßen, Erd- und Tiefbau. Für diese YouTube-Kurzfilmreihe begleiten wir das Bauunternehmen bereits seit mehreren Jahren. Der Fuhrpark umfasst zahlreiche Bagger, 50 Lastwagen, ein Dutzend Traktoren und diverse Spezialmaschinen. In 2020 wurde wieder einiges in die Modernisierung des Fuhrparks investiert, darunter auch in eine echte Megamaschine. Wir zeigen sie euch in diesem Video. Teil 5 beginnt auf einer Großbaustelle in Köln. Im Stadtteil Löwenich entsteht auf einer Grundfläche von fast 20.000 Quadratmetern ein neues Gymnasium samt Sporthalle. Doch der Untergrund ist nicht ausreichend tragfähig. Bis auf eine Tiefe von 3,50 Meter muss ein Bodenaustausch durchgeführt werden. 40.000 Kubikmeter Aushub müssen abtransportiert und 30.000 Kubikmeter Füllkies eingebaut werden, um eine solide Gründung für das Bauvorhaben zu errichten. Mehrere Bagger, eine Raupe sowie ein Walzenzug sind vor Ort, um den Kies lagenweise einzubauen, Böschungen zu modellieren und Fundamente auszuschachten. Es ist der erste richtig große Job für den gerade mal wenige Wochen alten CAT 352F. Nur dreimal muss Fahrer Sascha mit dem 4,5 Kubikmeter fassenden Löffel zupacken, um einen Sattelzug zu beladen. In rund 1,5 Minuten ist der LKW somit wieder auf dem Transportweg zur Deponie. Wenn du übrigens auf der Suche nach einem Job in der Bauwirtschaft bist, dann nimm Kontakt mit dem Team Maßen über deren Internetseite, Facebook oder Instagram auf. Auch die leistungsstärkste Zugmaschine aus der Maßenflotte ist an diesem Tag im Einsatz. Mit 630 PS ist es einer der stärksten Serien-LKWs aus dem Hause Mercedes-Benz. Im Frühjahr 2020 angeschafft, soll der PS-Protz vor allem Tieflader ziehen, um Maßen Baumaschinen von A nach B zu bringen. Bis zu einem Gesamtzuggewicht von 100 Tonnen ist der Actros 2663 seitens des Herstellers freigegeben. Vom Prinzip her arbeitet es sich mit dem bis zu 68 Tonnen schweren 352F wie mit den kleineren Kettenbaggern. Wichtig ist es jedoch, die enormen Gewichtsverhältnisse im Blick zu behalten. Sowohl bei der Bewegung des Aushubs als auch beim Manövrieren an der Grabenkante. Für mehr Aufstandsfläche lässt sich die Spur beidseitig um 50 cm hydraulisch verbreitern. Gebaut wird der Bagger in den USA, bekommt jedoch sein spezielles Tuning bei einem Umbauer in den Niederlanden. Denn es handelt sich bei diesem CAT 352F um eine spezielle Longfront-Ausführung, die vor allem beim Abbruch Maßen den Einstieg in neue Projekte ermöglichen soll. Bislang konnte man mit den gewöhnlichen Kettenbaggern lediglich Abbrüche bis 9 Meter durchführen. Durch die Longfront-Ausführung mit dem überlangen Arm in Kombination beispielsweise mit einer Abbruchzange können ab sofort Objekte bis zu einer Höhe von 28 Metern in Angriff genommen werden. Die Anschaffungskosten für die XXL-Baumaschine sind mit 950.000 Euro übrigens genauso gigantisch wie das Fahrzeug selbst. Auf dem Weg zum Maßenbetriebsgelände unternehmen wir einen kurzen Zwischenstopp auf dem Autohof Frechennord an der A4. Der Blick reicht von dieser Anhöhe noch bis zum Kölner Dom. Das Parkplatzgelände wird deutlich erweitert. Maßen-LKWs liefern RCL-Recycling-Schotter aus eigener Produktion an, um eine Tragschicht vor der Asphaltierung herzustellen. Um den Untergrund höhengerecht und genau nach Plan anzulegen, eignet sich der John Deere Speeddozer ideal.
Diese kompakte Baumaschine haben wir bereits in den beiden vorangegangenen Maßen-Kurzgeschichten ausführlich vorgestellt. Vor allem die Wendigkeit des Speeddozers war wieder einmal ausschlaggebend für die Beauftragung. Neu am Außenstandort Haus Forst ist die Beton-to-go-Anlage. Hier können sich Privatpersonen und Gartenbauer Kleinstmengen Beton schon ab 250 Litern anrühren und direkt abfüllen lassen. Schon kurz nach dem Start erfreut sich dieses unkomplizierte Angebot großer Beliebtheit. Das neue Betriebsgebäude am Maßenstandort in Sindorf haben wir euch bereits in Teil 4 gezeigt. Auch die Werkstatt wurde renoviert und das Ersatzteillager auf 400 Quadratmeter ausgeweitet. Die Werkstatt ist für sämtliche kleineren und größeren Herausforderungen gerüstet. Neu ist das Angebot eines Ausbildungsplatzes zur Fachkraft Metalltechnik. Werkstattmeister Walter hat gut zu tun, um zusammen mit seinen Kollegen die täglichen Reparatur- und Wartungsarbeiten an den Lastwagen und Baumaschinen durchzuführen. Hinzu kommen diverse Eigenbauten und die Konstruktion von Spezialmaschinen. Nächstes Jahr soll zudem der zweite aus den USA importierte John Deere Speeddozer in Betrieb genommen werden. Im Tagesgeschäft wohl nicht mehr in den Einsatz gehen, wird diese alte Cat-Raupe vom Typ D5. Das Maßen-Werkstatt-Team ist dabei, den Oldtimer aus den 1970er Jahren originalgetreu zu restaurieren. Wie bereits in den vorangegangenen Kurzfilmen berichtet, hat Marc Maaßen als ausgebildeter Land- und Baumaschinenmechaniker immer noch ein riesiges Faible für Landmaschinen. Gelernt hat Marc in einer Werkstatt für Case bzw. International Landmaschinen und so ist ihm diese Marke ganz besonders ans Herz gewachsen. Er besitzt drei solcher 1455 XL, wobei zwei der Schlepper noch regelmäßig auf Baustellen Dienst schieben. Dieser hier hingegen wurde ebenfalls aufwendig restauriert und darf seinen Ruhestand genießen. Die Lastwagen sind im Durchschnitt 4 bis 5 Jahre alt, bei einer Laufleistung von 350.000 Kilometern. Im Jahr 2020 wurden erstmals 5 Sattelzugmaschinen von MAN samt Thermomulden gekauft. Ebenfalls neu ist diese Benzberg Tridem-Mulde. Dieser Anhänger stand auf der Agritechnica in Hannover. Ein großer Vorteil gegenüber den gewöhnlichen Mulden sind die fehlenden Lenkstangen, welche immer mal wieder bei knappen Lenkmanövern zu Bruch gehen. Der Lenkimpuls wird bei der Benzberg-Mulde über einen Magnetsensor in der Kugelkopfanhängung an das hydraulische Boogie-Fahrwerk übertragen. Wir hoffen, dass wir euch die Mulde im Baustelleneinsatz in einem neuen Kurzfilm im nächsten Jahr zeigen können. Am Stadtrand von Zülpich läuft im Sommer 2020 eine der größten Baustellen für das Team Maaßen in diesem Jahr. Auf 100.000 Quadratmetern wird hier ein neues Logistikzentrum errichtet. Eine der zentralen Aufgaben ist es, den Höhenunterschied auf dem Gelände auszugleichen. Bis zu 2,50 Meter werden auf der einen Seite des Areals abgetragen und auf der anderen Seite wieder aufgefüllt. Hinzu kommt die Bodenstabilisierung mit 8000 Tonnen RCL Recycling Schotter. Damit dieses Material auf dem Gelände Platz hat, wird Oberboden abgefahren. Um die fruchtbare Erde auch weiterhin für die landwirtschaftliche Produktion zu nutzen, fahren sie Landwirte aus der Umgebung auf ihre Felder. Insgesamt werden auf diesem Areal 50.000 Kubikmeter Boden bewegt. Zwei Tridem-Mulden mit Fendt-Traktoren fahren die baustelleninternen Strecken. Marc sitzt an diesem Tag auf dem Quadrack. Einer von zwei 620ern, wie wir sie euch schon im dritten Kurzfilm gezeigt haben. Die Scraper beladen sich durch das Absenken selbst und die Erdschichten werden gleichmäßig abgetragen. Es folgt der Transport zu jenem Areal, das laut Bauplan für die Auffüllung vorgesehen ist.
Hier wird das Material nun hydraulisch aus dem Schürfkübel gedrückt und eingebaut. Auf der anderen Seite der Baustelle arbeiten zwei weitere neue Maschinen, die zur Saison 2020 gekauft wurden. Mitarbeiter Peter fährt die neue D6 XE. Eine dieselelektrisch angetriebene Planierraupe, die in den Vorjahren bereits als Prototyp im Betrieb getestet wurde. Die Raupe verfügt neben dem 240 PS starken Dieselmotor auch über einen nachgeschalteten Generator. Laut Hersteller lässt sich durch diese Kombination Kraftstoff einsparen und die Wartung vereinfachen. Zudem ist die Schubleistung der Raupe gegenüber der gewöhnlichen D6 größer, was Fahrer Peter bestätigen kann. 7 Planierraupen hat Maaßen insgesamt im Dienst. Diese Walze ist ebenfalls neu und die erste in der Flotte mit einer sogenannten Scharffußausrüstung. Gegenüber einer Glattwalze lässt sich vor allem auf lehmigen und feuchten Böden damit ein besseres Verdichtungsergebnis erzielen. Knapp 2 Monate ist das Team Maaßen hier in Zülpich für die Umsetzung verschiedener Gewerke vor Ort. Für uns endet mit diesem Teil 5 der Einblick in das Arbeitsjahr 2020. Wir hoffen, dass wir euch bei nächster Gelegenheit ein neues, spannendes Update rund um das Bauunternehmen Maaßen vorstellen können. Du bist auf der Suche nach einem Job in der Bauwirtschaft? Dann bewirb dich bei Maaßen. Besucht für weitere Informationen zum Betrieb einfach die Website des Unternehmens oder folgt Maaßen über Facebook und Instagram.